At this point in the league, the top is no longer clear. You can make an argument for any of these teams. And Rogue and Origin don't just have something to prove to themselves, they have something to prove on the standings. Honestly, I just really want to win a split. I've always had the belief that I will be the best at some point, but I've never actually won a split. So it's just been a matter of trying to like keep this belief within me, despite disappointing results. Alfari has come into his own. He is one of these diamonds in the rough that has been polished up into that final jewel. This guy is smashing records in the top lane. He is a front runner for MVP of the split, and if he keeps at this pace, he will be MVP. We haven't seen numbers like this since 2017. All right, Alfari flashed away from the supreme display of talent. Still got damage down. Nemesis is being eaten away by the Cannon Barrage. He stays alive long enough. Alfari in the 1v2! It's that type of fire that really thrives in these young squads. Finn, I think, fits in that category of constantly make crazy plays so that one day those are just the standard ones. I don't think anyone in our team feels like we've finished our journey. I haven't won LCS or LEC title, and I really want to win one. So we're just gonna keep going until we get it. I want to be the Hansama that shines. That's gonna be caught up on the flag and drag. The showstopper is inside the 50 field, still available. It's secured by Misfits. Now it's a 2-for-1. Hansama is ripping through Misfits, and Hansama closes out. Finn is in the back line. Inax almost down. That's 1. That's 2. Larson and Finn, it's just the rogue show here. Finn gets another connection onto Lorax. Can't quite find the third, but he flashes forward. It's a double. It's Finn. He's 20 years old, that is. You can throw a stone at any point in this map, and you can hit a matchup that's worth talking about. Xerxes has gone back for those already. Flash away with the follow. Flash, Nuka's going to jump in. Will it be enough? Ticking, 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 and he's gone! Oh, Femi pumps the stopwatch. Forbidden jumping forward. Larson jumping there. Larson gets him! My motivations are the same as when I was a rookie. I still want to prove that I'm the best, and I want to show it every time I play. The time for second chances is very quickly evaporating. The league is much more stacked, and it's a much closer race than anyone anticipated. There are no more mistakes. Das Match der Woche. Origin gegen Rogue, na, das wird auf jeden Fall eine ziemlich geile Begegnung. An meiner Seite zwei ziemlich geile Analysten, ne? Möchte ich an der Stelle auch mal ganz kurz erwähnen. Das ist aber auch eine schöne Schnitte. Danke, danke. Ja, genügend geschleimt, Mori hat es vorhin schon angesprochen. Es geht um das Match der Woche und es geht vor allem um Origin und Rogue. Aktuell trennen die beiden Teams nur noch ein Win. Auch für Rogue die Möglichkeit, jetzt wieder so an die Top-Teams ranzukommen. Und wir haben gestern ja schon über Origin geredet. Die spielen aktuell eigentlich recht langsam. Trotzdem sind viele ihrer Spieler Anwärter für den MVP. Sie sehen richtig gut aus, ne, spielen wirklich stark. Warum ist Origin, obwohl ihre Spielweise so anders ist als die von den anderen Teams, aktuell so strong? Ich glaube einfach, weil sie im Early Game teilweise langsam spielen, aber ich glaube, sie haben in manchen Games zumindest, je nach Teamkurs, so einen Switch, wo sie auf einmal ändern in super aggressiv tatsächlich und dann pushen sie jede Lane, sie rotieren sehr schnell. Ich denke, das ist einfach so eine die Anfangsphase oder der Anfangsplayer von ihr ist eher ein bisschen ruhig. Wir schauen, wir gucken, was wir machen können, wo geht's hin, das Game. Und dann, wenn sie einmal im Lead sind oder wirklich wissen genau, okay, das ist jetzt der Gameplan, dann switchen sie sehr schnell um und fokussen auch wirklich die richtigen Targets und sowas. Oder die Objectives und drumherum. Also das ist halt für mich so, was Origin ausmacht. Ja, auf der anderen Seite Rogue, sie sind ein Team, was eher schnell spielt oder spielen kann zumindest. Ist das ein Vorteil jetzt im Match gegen Origin, wenn es darum geht, unter die Top 1 zu kommen? Definitiv, weil, wie Kevin natürlich schon richtig sagte, sie sind egal in welchem Spiel, immer so langsam. Ähnlich wie mit Schalke, wo du einfach die Defensive jetzt mal brechen musst. Und da hast du jemanden mit Finn auf der Top-Lane gegen Alfari. Also ich muss schon sagen, das ist eigentlich mit unter das Top-Match. Die beiden sind, ja, darf ich sagen, die besten Top-Lane aktuell in der LEC. Kann man so weit gehen. Auch noch sehr gut. Sind sehr viele tatsächlich gute Top-Laner gerade. Sind aber wirklich oben definitiv mit dabei. Und wer auch immer Aatrox kriegt, gib ihm Aatrox, er gibt dir Elo. Ja, na, so liest es bisher auf jeden Fall. Kevin, wir haben aber auch gerade ganz kurz schon angesprochen, es gibt sehr viele Top-Laner aktuell, die wirklich gut sind. Trotzdem wurde auch gerade im Einspieler von Alfari immer sehr lobend erwähnt. Er hat Powerplays, die wirklich gut sind. Aber was unterscheidet ihn nochmal von so jemandem wie Vipo zum Beispiel? Unterscheiden die sich so wirklich? Also ich finde halt,
Alfari hat halt, ist nicht so crazy wie ein Vipo. Also der overextendet nicht wirklich oder er geht nicht für crazy Plays irgendwie 1v2 oder sowas und engaged dort. Das ist eher Vipo, der auch ein bisschen speziellere Picks hat. Dagegen Alfari ist eher ein bisschen besonderer, der spielt seine Landing Phase wirklich clean und ist eher ein bisschen klüger. Ja, wir haben jetzt die Champion Select für euch. Da werden wir dann sehen, wie die Teams sich gegeneinander aufstellen werden. Ich bin persönlich sehr gespannt, was wir sehen werden. Ob wir wirklich wieder dieses langsame Spielen von Origin sehen oder ob Rogue einfach drüber marschiert. Weil für sie geht es natürlich auch darum, Anschluss zu finden. Sie sind mit 7 Wins gerade richtig nah dran an den Teams vor sich. Und da haben wir, ich glaube, wir haben aktuell 4 Teams, die 8 Wins haben. Es könnte sogar passieren, dass wenn Origin jetzt verliert und G2 nachher verlieren sollte gegen Vitality, wie auch immer das passieren soll, dass wir das 5 Teams auf den gleichen Plätzen haben werden. Das wäre schon ziemlich krass. Wir sehen jetzt aber erstmal die Buns und kümmern uns um Origin gegen Rogue. Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich müsste man harten Fokus auf Nautilus setzen. Im ersten Moment denkst du dir, was, wir haben noch Zed, wir haben noch Ornn und all die anderen. Ist aber dem zu schulden, dass Origin extrem viel, in 6 Spielen bereits, immer auf ihn gesetzt hat. Also sie brauchten diesen Engage, weil sie so langsam sind hinterher. Irgendwann ist auch er tanky genug, ob Support oder Mitglied, wie wir es gestern gesehen haben. Irgendwann hält er genügend aus. Und einfach diesen Engage, dieses massiv auch mit der Ult, den EDC rauszunehmen, ist die brutale Waffe. Und deswegen finde ich es richtig, dass wirklich das erste Team heute, was endlich mal Target-Bans mit angeht. Ja, der Rakan natürlich auch wieder ein guter Supporter derzeit. Hätte wieder die Menge Engage, die du gerade angesprochen hast. Für Origin wäre das nicht verkehrt im späteren Spielverlauf. Auf der anderen Seite bei Origin sehen wir Senna als Bann, kann ich auch nachvollziehen. Der letzte Bann von ihnen wird jetzt noch kommen. Guck mal, ob wir einen Ornn-Bann sehen, weil sonst könnte der Ornn eventuell offen bleiben. Und wäre auch das erste Mal, dass er heute durchkommt, ne? Genau, heute auf jeden Fall, ja. Bin gespannt, ob wir den als First Pick dann direkt sehen. Ist offen. Sehr schön, wir haben jetzt einige Optionen. Wir haben nämlich Aphelios offen, wir haben Ornn offen. Ich denke, er muss Insta-Lock werden, by the way, das ist viel zu stark. Also gar keine Frage. Ich finde, jetzt sollte halt wahrscheinlich ein Aphelios kommen, plus entweder eine Sejuani, Gragas wäre noch eine Option oder direkt, sagen wir, ein Set oder Atrox natürlich wäre auch noch eine Option. Einfach, dass man das schon hat und nicht wirklich seine anderen Picks ein bisschen verrät. Ja, Braum wäre sonst auch wieder möglich, ne? Aber den Braum, den kann man geringer priorisieren. Den könnte man auch als drittes picken, um da Ornn im 2-2 einzuschränken. Aber Ornn, ne, wir haben es gesehen, Finn hat in die Hände geklatscht vor Freude. Der freut sich, dass er da so einen starken Pick bekommen kann. Jeder Top-Player freut sich, den zu kriegen, glaube ich, gerade, weil er so stark ist und eigentlich kein schlechtes Matchup hat. Nein. Außer natürlich sowas wie Fior oder so im Late-Leben, aber nicht mal das. Also sie priorisieren den Gragas. Atrox brauchst du jetzt auch nicht zwingend nehmen. Ach, richtig, oder? Ja. Kannst du den Bietchen sogar fest machen. Atrox, du hast ja schon Ornn gepickt. Sie wissen, früher oder später wird er kommen. Vielleicht gleich als nächsten Pick, dass du ihn nochmal nimmst. Aber da hast du einfach jetzt den Eswin und die Yumi-Comp. Haben wir schon gesehen von Rogue. Ist jetzt nicht das erste Mal. Ist aber auch völlig fein, weil auch hier weißt du, du hast immer noch eine Waffe ab Level 10, spätestens Level 10, 11, wenn er auch ja, mit hier tendenziell eher mit dem Iceborn Gauntlet, damit du die Gegner mal schön slowst reingeht. Ist genügend Damage da. Yumi geht genauso auf den Sack, um es mal so zu gehen, mit ihrem Slow dabei, dass Ornn auch freie Bahn hat. Also das ist so, jetzt brauchst du viel, viel mehr Engage. Du hast zwar die Leona und den Gragas, die schon sehr schnell da drin sind. So blöd es klingt, ich hätte aber vielleicht sogar eher noch die Seju hier genommen. Ja, Yumi und Ezreal sind natürlich auch recht safe. Ganz gut, wenn die Gegner viel Engage picken. Haben wir auch in den letzten Spielen immer häufig gesehen. Und Hans Sommer, wir haben auch von ihm eben gerade gehört. Er möchte endlich der Hans Sommer sein, der mal einen Titel gewinnt, der halt auf der Bühne scheinen kann. Weil häufig sagt man, Hans Sommer, ne, ist ein krasser Spieler, hatte auch wirklich gute Games, gerade zu Beginn mit Draven. Aber sticht noch nicht ganz so hervor vielleicht von anderen Spielern. Und ich glaube, Hans Sommer gegen Upset ist natürlich auch ein Matchup, auf das man mal schauen sollte. Ja, auf jeden Fall. Also Botlane hier wird auch sehr spannend. Ich denke, das ist sehr aggressiv. Ich denke, Origin wird versuchen, Botlane sehr aggressiv anzugehen mit Leona, Aphelios. Da kann man auf jeden Fall gut snowballen. Und machbar. Ich glaube, wieso nicht Sejuani gepickt wurde, konnten die nicht wirklich tun, weil wenn sie dann Ezreal picken, werden sie dann direkt Yumi bannen, dann ist die Kombination raus. Das wäre halt problematisch gewesen, wenn der Ezreal nicht plus Yumi kriegt gegen die Teamcomp. Klettmann finde ich interessant tatsächlich. Vor allem aus eigenen Seiten von Origin, weil theoretisch ein Klett für sie sogar gut wäre gegen den Ornn. Finde ich einfach. Ich denke, sie überlegen sich noch natürlich für den Flexpick. Ornn kann ja noch in die Midlane gehen. Das ist mit dem Renekton aber, ich sag jetzt mal, relativ. Der wird zu keinem Zeitpunkt wirklich brutal. Zum Anfang vielleicht noch, ich sag mal, bis Level 6 spätestens. Aber ansonsten, du hast zusätzlich etwas mehr Engage genommen, wie so jemanden, wir haben es eben schon gesehen mit Fnatic, der aushalten kann, aber kein brutal entscheiden wird. Also auch hier, ich weiß jetzt nicht, ist es kein Schild, was zu brechen ist, was du mit Renekton unbedingt beachten musst oder was du erreichen kannst? Das Coole ist halt die Armor-Pen auf dem E. Also ja, viele Renekton-Spieler benutzen Teamfights.de.
direkt auf den Tank, schreddet halt prozentual die Armor. Übel nice, hat man schon damals in Season 3 benutzt. Konntest da durch Teamfights entscheiden. Das kannst du hier gegen Ornn und sowas auch machen, der dann später 400 Armor teilweise haben kann. Man geht hier übelst für Single-Target von Rogue. Ist gut, also ich finde die LeBlanc persönlich gut, weil sie ein übelster Counter für Aphelios ist. Ja. Wir haben es schon sehr oft gesehen in dem Split, dass Aphelios meistens so ein bisschen auf sich alleine klarkommen muss, nicht wirklich Peel kriegt oder brutal peelen kann. Und dann wird er einfach von LeBlanc geone-shottet. Das ist halt sehr nice, den Lee Sin. Ja, hat ein bisschen so als Countermatcher oder hat sich countern lassen so ein bisschen. Gragas ist nämlich stärker als Lee Sin. Wegen dem Bauchhammer und so weiter kann man den Q blocken. Bin ich gespannt, was er damit macht. Vor allem jetzt gegen eine Double Carry Comp. Also. Ja, in der Theorie sind LeBlanc und Yuumi aber trotzdem auch schon im Midgame nice. Lee Sin kann natürlich auch wieder für mehr Tempo sorgen. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass Olten auf Renekton gesetzt hat. Den kennen wir eigentlich eher als Charakter, der früh im Spiel aktiv sein will. Und sie sind ja dieses Late-Game-Team. Ist das jetzt eine Anpassung für sie, dass sie einfach sagen, okay, wir haben im Early-Game trotzdem noch Druck, wir können da auch immer noch was machen und später kämen wir das Ganze über Aphelios und Corki? Ich meine, er hat halt nicht mal im Early-Game Druck. Also Ornn ist halt zu busted, dass... Es ist schön, dass er die Rüstung schreddert. Aber zu welchem Prozentsatz gerade am Anfang? Das geht einfach wieder Base. Ups, ich habe mir so Leben verloren. Also auch da, ich persönlich bin hier eher froh in diesem Fall. Also es ist einfach so die Antwort mit dem Renekton gegen Ornn, um ihn später überhaupt down bekommen zu können. Mehr oder weniger. Ja, also ich finde halt, Rogues kommt bis halt sehr stark. Wenn sie ins Rollen kommt mit Ezreal, wird, glaube ich, unstoppable. Ja, wir werden es sehen in diesem entscheidenden Game, im Match der Woche mit den Castern der Woche. Solon Mori, viel Spaß. Ja, viel Spaß werden wir ja auf alle Fälle haben. Zwei sehr unterschiedliche Comps. Bei Rogue ist auf jeden Fall Tempo drin und viel Potenzial. Auf der anderen Seite haben wir schon gerade gehört, Double Carry und Late Game. Welche Comps siehst du hier vorne? Ich bin aktuell großer Fan von LeBlanc, muss ich sagen. Gerade wenn die Gegner eben anfällige Squishies haben, so wie ein Aphelios zum Beispiel. Wir haben im letzten Game natürlich gesehen, was ein Aphelios so machen kann, aber auch wie schnell er im Teamfeld platzen kann, wenn er einmal zu weit vorne steht. Beziehungsweise gegen LeBlanc gibt es gar nicht so. Du kannst gar nicht... nicht zu weit vorne stehen gegen LeBlanc. Die ganze Map ist zu weit vorne, wenn du gegen LeBlanc spielst. Wird halt sehr viel Last natürlich auf Larsen liegen. Aber ich stimme der Analyse dazu, wenn Rogue mit dieser Comp ahead kommt, ist sie unglaublich oppressive. Über die Yuumi, Ezreal mit dem Midgame-Spike, LeBlanc auf der Sideline wird auch extrem viel Druck machen können. Viele Engage-Möglichkeiten, also Ornn Ultimate oder ein Lee Sin, die eine Yuumi drauf hat, die dann wiederum ultet, der selber kickt. Also das ist natürlich möglich. Aber jetzt schauen wir mal. Es ist wieder Zeit zu groupen, wie wir sehen. Hier war schon mal der Rogue-Fanclub am Start an der Stelle. Ich bin gespannt, gerade wie der Corki in der Mitte funktionieren wird. Normalerweise haben wir Corki häufig, wie gesagt, einfach als Late-Game-Absicherung an der Stelle. Hier ist das Problem natürlich, dass LeBlanc genau die Phase, in der Corki noch nicht so stark ist, brutal reinspiked und eben die Schwäche stark ausnutzen kann. Spielt er auch mit Teleport, Larsen ebenfalls, beide mit Electrocute auch. Also manchmal ist Angriff die beste Verteidigung auf Corki. Aber Larsen wird das Matchup hier halt wirklich... stark unter Druck setzen können. Da wird Xerxes dann natürlich auch und gerade auch die Leona mit den Roams viel Druck quasi von Nuke Duck nehmen müssen. Weil das Ding mit LeBlanc ist immer, sie ist halt ein Champion, der pushen kann, aber nur, wenn sie Risiken eingehen kann. Also sie muss halt mit ihrem Face pushen so. Sie muss halt reinspringen und wenn da Destiny und Xerxes gute Roams, gute Ganks an den Tag bringen, dann könnte das sehr unangenehm werden. Gerade weil eben auch Yuumi den Roam nicht beantworten kann. Das ist eine der großen Schwächen von Yuumi, dass sie den Roaming-Supporter aus dem Gegner-Team nicht einfach followen kann, sondern dann gezwungen ist quasi die Lane irgendwie härter zu pressuren. Und da bietet sich natürlich eben die Möglichkeit für Destiny, die Mitte ein bisschen zu entlasten. Jetzt erstmal das Duell der beiden Toplaner, Finn und Alfari. Ja, Renekton ist natürlich im Early Game schon sehr, sehr stark, das sehen wir gerade. Auf der anderen Seite haben wir Ornn, der schon sehr, sehr tanky ist, Grasp dabei hat, das heißt darüber sein Sustain. Hat jetzt allerdings beide Stacks schon raus von seinem Refillable Potion, also das heißt der Trade an sich natürlich ein bisschen besser für Alfari als solchen. Trotzdem... Oh, er muss sogar... Der resettet. Eieiei. Das ist bitteres Timing. Aber schön gemacht von Xerxes. Nach seinem Blue Buff sofort zum Red gegangen, um das Ganze hier zu beantworten. Währenddessen Botlane, aggressiver Trade, Ignite schon mal raus von Destiny. Den Level 2 Push wird man trotzdem nicht contesten können. Und hier setzt den Spire Xerxes weiter unter Druck. Aber das ist ein Gragas, so. Der gewinnt halt einfach das direkte Duell gegen Lee Sin. Währenddessen Toplane man sich weiter prügelt. Jetzt hat Finn sein Doran Shield am Start. Ne? Den Early Trade hat er nur verloren, weil er eben keine Items hatte, sozusagen. Klar. Ansonsten sollte er sich da relativ gut... Es ist halt Ornn, ne? Du verlierst halt die Lane nicht. Ja. Du gewinnst sie nicht, aber du verlierst sie halt auch nicht. Ich glaube, gegen Renekton solltest du sie, to be honest, sogar gewinnen können. Oder zumindest even halten können. Also, Renekton ist halt eigentlich als Lane-Bully so ein bisschen...
beliebt, haben wir ja auch im Game gesehen, Expect konnte extrem viel machen mit dem Pick. Hier wird es eher schwer für Alfari. Da muss er dann halt im Midgame seinen Druck ausnutzen. Weil wenn der halt einen guten Engage auf die Backline trifft, dann kann das schon wehtun. Aber ich bin gespannt, wie OG das Game mit Irakom spielt. Ich glaube, sie müssen halt wirklich über die Roams von Leona kommen, um das Early Game, Early Midgame zu stabilisieren. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man hier konstant reingepusht wird oder zumindest unter Druck steht. Wir haben auch keinen Teleport bei Herrn Summer, sondern Clans dabei. Das ist sehr beliebt gegen Leona. Der Engage von Leona halt doch schon. Ja, Root geht durch, Knock-up und da geht's hinterher für Inspired. Das 2 gegen 1, aber von hinten kommt Xerxe mit dazu. Bauchhammer Stun! Inspired abgeholt von Xerxe, First Blood. Und das ist halt der Mann mit dem Fassbier. Da gibt's immer was zu feiern und in dem Fall eben direkt dies First Blood Gold auf den Nacken. Aber auch starker Gangpfad, einfach durch den Gegner-Turret durchgeflasht und dann mit dem Bauchhammer den Lee Sin weggenockt. Super stark gemacht an der Stelle von Xerxe. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Inspire trifft hier einen wunderschönen Q wirklich auf den Knock-Up von Finn, aber der Schaden reicht einfach early nicht aus und dann sagt sich Xerxe, ich gehe hier einfach mal durch, zack, guten Tag. Ich gönne mir den Kill. Hat vor allem den Warjump auch interrupted, das ist so bitter. Und damit First Blood an der Stelle für Gragas. Das ist auch ein Champion, der Midgame richtig, richtig böse reinknallen kann. Wenn der early an seinen Runic Echoes kommt, da tut schon ordentlich weh. Ja. Seitdem man ihn natürlich auf der AP-Variante baut, böllert er natürlich gut rein. Und früher ja eher tanky im Jungle gebaut. Seit einer Weile eben mit AP. Midlane kann sich hier nicht sogar ganz gut behaupten aktuell. Botlane ebenfalls jetzt die Lane stabilisiert. Langsam auch Mana-Probleme bei Herrn Summer dabei. Lane muss man jetzt hier reinpushen lassen. Ja, gerade mit dem Flammenwerfer hat Aphelios einfach deutlich besseren Push als Ezreal. Hat hier auch wesentlich mehr CS. Damit jetzt ein Free Reset. Man könnte sogar den Drake early starten. Sieht vielleicht sogar danach aus. Aktuell entscheidet man sich dagegen. Der Ward hier wichtig. Läuft noch jetzt aus, das ist bitter, ne? 2-3 Sekunden später, man hätte für den Dive gehen können. Man will es aber trotzdem, aber Rogue weiß das natürlich. Sie haben alle Summoners ready, das sollte eigentlich nicht funktionieren. Na, sichert vielleicht auch einfach nur ab gegen die beiden. Root ist da, Plating dadurch, bekommen. Dadurch, dass man Gragas gespottet hat mit dem Ward, kann Lee Sin jetzt den gesamten Topside-Jungle nehmen, ne? Das ist so bitter, dass der Ward da noch 3 Sekunden stand. Man geht trotzdem für den Dive. Flash und Hans Sama, das E trifft ihn nicht, dafür sehr wohl der Stun. Teleport jetzt nochmal. Und er schilft Hans Sama, währenddessen Wender dabei, losgelöst schon mal. Und jetzt ein kleines Kätzchen gegen 4, gegen Nuke Duck. Und er kriegt Nuke Duck als Yumi. Das war eine absolute Katastrophe. Und Nuke, da kannst du aber noch Flash. Insgesamt 1-1 Trade, aber so viel investiert hier. Wie gesagt, der gesamte Topside-Jungle von Xerxe ist jetzt weg. Midlane wird man die Wave jetzt reinschaffen können. Eigentlich war das Timing echt gut, weil Larsen hat gerade sein TP in die Mitte eingesetzt. Und dadurch konnte er Botlane nicht dazukommen. Aber der Flash E, der war halt schon echt bitter hier. Das war halt das Timing, ne? Das war das Go so. Okay, LeBlanc hat TP raus. Wir gehen für den Dive. Aber der Flash, der war halt leider katastrophal. Dann zieht hier Destiny früh die Turret-Aggro. Tankt dann auch nochmal einen Turret-Shot, das war gut gemacht. Aber auch Hans Sammer spielt das wunderbar. Der Schaden im Early-Game reicht halt einfach noch nicht ganz aus. Und hier, dass Nuke Duck nochmal in Turret-Range geht, ne? Das war, glaube ich, die Corrupting Potion, die die Turret-Aggro dann nochmal gezogen hat. Hier nicht zu flashen, ist, denke ich, schon die richtige Entscheidung. Es wäre Midlane zu anfällig, aber diese Turret-Aggro da von der Corrupting Potion, die hat hier den Unterschied gemacht. Trotzdem sehr, sehr schlechter Backport für Hans Summer. Auch wenn sie das gut gespielt haben, er hat jetzt Träne und einen Mana-Kristall gegen BF. Man hat alle Summoners raus. Das heißt, die Gefahr, dass man jetzt nochmal gedived wird, ist sehr, sehr hoch. Ja, da hast du recht. War natürlich bitter. Auch das Gold auf Yumi. Ja, ist okay. Trotzdem natürlich, du hast angesprochen, mit Ezreal wäre es besser gewesen. So, jetzt Finn, aufgepasst, Erfahrungsexe hinterher. Aber es ist halt ein Ohren. Der hat auch noch Flash im Zweifelsfall. Jetzt gibt es so ein bisschen Proxy-Farm. Ja, Backport sogar nochmal abgebrochen. Ja, verliert eine ganze Wave. Könnte theoretisch seinen TP nutzen, hat dann aber den TP-Nachteil bezüglich des Dragons. Insgesamt jetzt auch Xerxe brutal weit nach hinten gefallen, was die XP angeht. Ja, dadurch, dass man jetzt auch Gragas Top gesehen hat, kann Inspired hier den Solo-Drake starten. Also er macht hier gerade wirklich einen guten Job im Jungle mit den Crossman-Plays. Kommt der gute Head gegenüber Xerxe, der aber dank des Early-First-Platz natürlich trotzdem im Gold gleich aufbleiben kann. Aber dadurch, dass er jetzt hier den Drake solo, kann Finn auch ohne Probleme nach oben teleportieren und den, die Wave da annehmen und damit zumindest ein bisschen näher dranbleiben. Er ist insgesamt trotzdem 20 CS behind,
ist einem Ornn fairerweise egal. Es ist Ornn, der wird trotzdem seinen Spaß im Game haben. Vor allem auch gegen das Team. Später ein schöner Adaptive Helm und Corki macht gar nichts mehr. Also hier sehe ich ihn schon auf vielleicht sogar Randuins gegen Double Crit. Und dann nochmal Adaptive Helm plus Ninja Tabis und Corki macht nie wieder Schaden in diesem Game. Das wird schmecken. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Harold jetzt gespawnt, Finn sofort mit dem Ward. Die Frage ist natürlich, wann wird man gegenrotieren? E trifft, allerdings kann Hans Sama sich da raus Arcane shiften. Einer der großen Vorteile von Ezreal. Du bist halt gegen sowas safe. Bitter sieht es allerdings aus, wenn dann mal eine Leona Ultimate zur Stelle ist. Also bei Level 6, dann geht das nicht mehr. Vor allem muss man mit dem Timing da sehr aufpassen. Wenn man zu früh eht, dann kommt die Leona einfach hinterher. Und Aphelios hat sehr, sehr guten Follow-up über den Q, wenn du die Sniper hast, auch später über die Ultimate. Und wie du schon angesprochen hast, wenn Leona Level 6 ist, das Ganze auch sehr unangenehm. Noch ist Glenz auf Cooldown, Inspired mit dem Counter-Gank. Xerxe ist da, Inspired mit dem Kick. Xerxe jetzt mit dem Double Stun, das Fass ist da, muss rausflashen, Bender und Handsama. Ja, der muss hier wieder den grauen Bildschirm ertragen, denn da konnte man ihn nicht mehr retten. Bender kann wieder nur zuschauen. Und Origin, dieser Counter-Gank, das war wichtig. Das gibt nochmal Platings und man sieht Aphelios am Schreddern. Ja, mit dem Crescendo und brutal viel Damage am Turret. Das war so smart gemacht schon wieder für Xerxe. Inspired war da für einen potenziellen Counter-Gank, musste aber den Engage von Leona erstmal countern und auf einmal war Gragas da. Inspired wird hier abgeholt und Botlane gehen jetzt wieder so viele Platings an diesen Aphelios. Der ist jetzt hier 1200 Gold ahead. Wir haben im letzten Spiel gesehen, was ein Aphelios mit Gold machen kann. Aber auch wieder Inspired. Versucht aktiv zu bleiben. Pullt jetzt hier den Herald, aber Gragas und Leona sind auf dem Weg. Das wird ein sehr riskanter Herald. Vor allem verliert man sogar den Botlane-Turm wahrscheinlich. Yuumi und Ezreal sind in der Nähe. Ach, reicht das Upset? Ja. Er will nicht sterben dafür. Yuumi ist noch Level 5, hat aber Exhaust ready. Man sollte ihn hier wahrscheinlich sogar chasen. Kommt der in Exhaust Range, ist die Frage. Wo ist der Yuumi-Slow? Ah, man kommt nicht ran. Das hätte eigentlich ein Kill sein müssen. Ja, aber der Turm, der ist eigentlich schon von der Steuer abgesetzt. Also da brauchen nur ein Minion nochmal gegenpusten. Midlane, Xerxe und Destiny. Das ist dieser Midlane-Wurm, den ich angesprochen hatte. Bisher hat man die Midlane in Ruhe gelassen zugunsten der Botlane. Jetzt aber kommt da gleich die ganze Armee. Larsen wird schon gut runtergechunkt. Destiny ist da, trifft aber wieder sein E nicht, aber den Stun. Und dann, well, hello there, General Xerxe zur Stelle. Und kriegt hier den Kill auf Larsen. Da sehen wir, wie wichtig es ist, Point-and-Click-CC gegen LeBlanc zu haben. Das ist so effektiv, weil die kann halt rumdashen, wie sie möchte. Am Ende drückt Leona Q und du bist trotzdem tot. Super smart gemacht. Destiny und Xerxe hier wirklich mit einer sehr, sehr guten Synergy. Auch wenn der erste Tower Dive Botlane nicht optimal war, insgesamt machten die hier ein richtig, richtig gutes Game. Der Gragas kommt wunderbar ins Spiel. Man ist jetzt schon 3000 Gold ahead und das vor allem auch auf dem Aphelios. 200 Gold Shutdown auf ihm. Botlane. Der nächste Dive-Versuch jetzt. Immer noch keine Ultimate auf Leona. Summoners sind wieder ready. Aber ich meine, das ist halt kein Tod. Das ist nicht mal ein Dive. Ja, da einfach den Auto-Tag. Der Root, Handsama hat jetzt die Yuumi-Ultimate auf sich. Mit dem Arcane-Shift. Aber das Gragas-Fass trotzdem reicht nicht aus. Nuke-Tag dazu. Kaum noch Mana. Larsen hinterher. Und jetzt kitet sich das plötzlich in die andere Richtung. Aber schon alles raus. Leona findet nochmal den Engage auf Larsen. Der hat aber ein Kätzchen auf der Schulter. Ja, und das macht ihm Freude und bereitet ihm viele Lebenspunkte wieder dazu. Ja, man kriegt hier leider gar nichts. Und auch wenn der Dive in Anführungszeichen nicht funktioniert hat für OG, den Turret hat man trotzdem bekommen. Und damit eigentlich alles, was man hier wollte. Kann jetzt hier easy rotieren. Harold wäre zur Verfügung. In einer Minute auch der zweite Drake da. Aktuell Rogue hier brutal im Nachteil. 4000 Gold sind sie behind in der 11. Minute. Und jeder, der schon mal Ezreal in Solo-Queue hatte, da gehe ich mal aus, jeder von euch, weiß, wie schwach Ezreal ist, wenn er im Early-Game behind fällt. Das, was an Ezreal so stark ist, ist, dass sein Mid-Game-Power-Spike stärker ist als von jedem AD-Carry. Aber wenn Aphelios zwei Items hat zu dem Zeitpunkt, wo Ezreal eins hat, dann hast du diese Stärke nicht. Und dann verliert Ezreal brutal an Wert. Und genau das wird hier wahrscheinlich der Fall sein. Ja, ich meine, man sieht es, ja? Sheen gegen Essence Reaver. Sagt auch schon alles. Der ist ein Xerx jetzt dran am Herald. Man hält das Tempo aufrecht. Also Origin hier wirklich wunderbar proaktiv auf der Karte. Sie sind diejenigen, die das Tempo vorgeben. Und Rogue, sie schaffen es einfach nicht hinterherzukommen.
Ja, und das halt vor allem durch die permanenten Dives auf der Bottle. Man muss wirklich sagen, Hans Sammer und Wander haben es eigentlich noch den Umständen entsprechend gut gespielt. Also sie haben es OG wirklich schwer gemacht, die Botlane zu diven, aber man hat nichts dafür bekommen, dass man das Szenen so schwer gemacht hat. Azul ist jetzt trotzdem brutal behind, der Turret ist trotzdem down und das, obwohl der Herald noch nicht mal für Botlane genutzt wurde. Die kann man jetzt einfach entspannt in der Mitte placen, damit fällt auch der zweite Turret wieder mehr Gold für Upstart. Die Platings, die sind sogar noch da und auch Nukedark kommt damit besser ins Spiel. Kriegt jetzt hier, so wie es aussieht, wahrscheinlich sogar die Solo-Platings. Ja. Oh, guck mal, zwei Turrets schon bekommen, also das heißt komplette Platings. Und erst in einer Minute sind die Turret-Platings weg. Oben kannst du dir noch nur noch drei Platings holen, so muss man es eigentlich schon formulieren. Rogue hat nicht ein einziges Plating bekommen in diesem Game bisher. Das ist so ein riesiger Goldvorteil, den OG dadurch jetzt schon generiert hat. Plus jetzt auch nochmal den Drake. Also Rogue konnte sich zwar den ersten Mountain Drake snacken, aber der bringt ihn herzlich wenig in diesem Game. Ist später für Ornn ganz nice auf jeden Fall. Für Ornn, aber das kann man nicht Winning Condition nennen. Zwei gefallene Turrets sehr wohl. Der Cloud-Track aber auch super nice. Gerade für Xerxe nochmal häufiger ulten. Ja, für Destiny auch, aber gerade Xerxe muss man hier loben. Ja. Der Junge ist fett, hat ein dickes Fass Bier und hat jede Menge Zielwasser getrunken. Und ja, ich meine, steht nicht umsonst. 2-0-2, 100% Killbeteiligung. Also er ist derjenige, der gerade das Spiel von Origin macht. Ja, kann ich dir nur absolut zustimmen. Jetzt hier der Versuch von Rogue mal Toplane ein bisschen Pressure zu holen. Wenigstens auch mal noch ein paar Platings zu bekommen, bevor die in 10 Sekunden auslaufen. Da ist man aktuell leicht im Tempo-Vorteil, dadurch, dass OG natürlich jetzt erstmal resetten musste nach dem Drake. Aber das können sie verkraften. Insgesamt sind sie hier fast 5000 Gold vorne und sie kriegen nicht mal das zweite Plating. Das heißt, ein einziges Turret Plate haben sie bekommen in 14 Minuten. Nicht die beste Ausbeute an der Stelle. Jetzt auch nochmal Hexdrinker bei Nukedark am Start. Ja, das sind 12-1 Platings. Ja. Das ist krass, ja, das ist wirklich insane. Und wir sehen es halt, Goldvorteil wirklich überall, auf jeder einzelnen Position. Fast 2000 Gold ist Aphelios Set. Das ist ein halbes Item. Ja. Und seitdem Ezreal kein Klepto mehr hat, sind die Items nicht wirklich früher da. So, das war auch eine der großen Stärken von Ezreal, dass er halt einfach vor allen anderen den Spike hatte. Jetzt aber erstmal Toplane, hier der nächste Dive-Versuch. Destiny und Xerxe, das Duo auf Doom wieder zur Stelle. Ja, und da geht's direkt Stun. Larsen bleibt nur sein W. Muss den Weg zum Turm freimachen. Von oben kommt Nukedark, gerade Level 11 geworden. Upset auch in der Nähe. Also, aber Rogue, sie müssen den Turm ja aufgeben. Ja, es ist wieder 4 gegen 3, dadurch, dass man die Mitte reinpushen konnte. Ah, wobei. Ja, dann schätze ich jetzt hier dagegen. Also, man hat ja trotzdem gesehen, es ist nicht einfach, eine Yuumi zu diven. Und LeBlanc hat ja auch hier einen Ludens Power Spike. OG ist aber auch jetzt schon so weit vorne, dass sie solche Risiken gar nicht mehr eingehen müssen. Sie sind 5.500 Gold vorne. Sie können theoretisch jetzt einfach das Spiel entspannt spielen und auf ihre Powerspikes warten. So. Der Aphelios, der wird gleich Runans ready haben. Da kann Hans Sammer nur von seinem Trinity träumen. Oh, aber jetzt wieder Dive-Versuch. Sind da zu dritt. 3 gegen 4. Alfari ist ebenfalls unterwegs. Ich meine, er hat auch gerade Lane rausgepusht. Er hat jetzt gerade nichts Besseres zu tun im Prinzip. Und Origin verliert ja nicht mehr was. Sie haben gerade komplett Topside-Kontrolle. Wir sehen es Upset, das meiste Gold. Alle drei Carries von OG ganz oben mit dabei. Jetzt sagen wir hier bei 4.900 Gold. Da fehlt noch einiges zum Trinity. Ja, Vorteil von Ezreal ist natürlich, du kannst die Boots skippen. Da sind auch nochmal 500-600 Gold, die du sparst. Jetzt hier der Versuch, vielleicht mal Upset zu pressuren, aber der Slow sitzt nicht, er kann einfach rauslaufen. Hat auch seine Summoners noch ready und dadurch, dass jetzt gerade auch rund um die Botlane das Game so hart gesnowballt wurde, kann Larsen mit seinem LeBlanc-Power-Spike auch gar nichts machen. Wir hatten ja angesprochen, normalerweise ist das jetzt die Phase, wo eine LeBlanc noch deutlich stärker ist als ein Corki, aber dadurch, dass er hier gezwungen ist, die ganze Zeit unter Turret zu rocken. Trinity und Hextrinker. Also, da siehst du ja auch schon den Goldvorteil. Normalerweise hast du Ludens deutlich bevor Corki sein Trinity hat. Vor allem, weil er ja auch Hextrinker bauen muss. Ja. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. So, jetzt zieht er direkt nach. Klar, Larsen versucht jetzt mit Rabadons da nochmal was zu retten. Auch der Top-Lane-Turm fällt. Nächster Drake in 1 Minute 40. Im Prinzip kann sich OG, wie gesagt, einfach zurücklehnen. Upset geht jetzt in die Base, hat seinen Runans fertig. Package läuft zwar aus, aber es ist völlig in Ordnung. Wir hatten ja angesprochen, Rogues Comp ist brutal, wenn sie ahead kommen. Aber auch brutal schwer zu spielen, wenn sie behind fallen. Dadurch, dass OG so viel Engage-Potenzial und auch vor allem so viel Damage hat. Weil Gragas ist nicht nur ein starker Engage-Champion, sondern auch sein Burst-Damage mit diesen Items. Gleiches Double-Penetration noch am Start. Ist lächerlich. Der kann hier LeBlanc one-shotten fast, wenn sie nicht die Yuumi im Nacken hat. Und Fights kann man aktuell eigentlich kaum nehmen. Also das Catch-Potenzial ist ja auch nicht wirklich da. Das ist halt das Ding. Also ich meine, beide Teams haben guten Engage und Disengage. Allerdings natürlich gerade so eine Leona ist... Der Pick, der Leona-Pick
zeichnet sich jetzt natürlich auch noch aus, vor allem wenn Destiny auch mal ein E treffen würde. Das Problem ist ja vor allem auch, ja, Rogue hat guten Engage, aber nur wenn Ornn dabei ist. Und Ornn wird hier die ganze Zeit unter den Turret genagelt. Der kommt halt so gar nicht. Der war noch nicht einmal in irgendeiner Form beim Team dabei. Er hat halt wirklich die komplette Top-Lane-Experience. Und auf der anderen Seite hast du diese Achse aus Xerx und Destiny. Die machen auch wirklich Kilometergeld. Ja, und genau das kann halt Rogue nicht beantworten. So, Gragas, Leona sind im Zweier gestrippt, so viel stärker als Lee Sin und Yuumi. Also, da fehlt der CC, da fehlt Yuumi alles. Ist auch kein Roam-Champ. Das ist genau das Problem und das macht sich OG hier gerade brutal zu nutzen. Auch die Vision-Kontrolle ist so gut. Sie drängen Rogue schon jetzt komplett in die eigene Base. Wir sind immer noch bei 5.500 Gold Unterschied. Upset jetzt jeden Moment seinen Runans ready. Drake in 5 Sekunden und man ist gerade zwar in Unterzahl, ja, Alfari pusht gerade noch die Toplane, hat aber das TP im Zweifelsfall. Hat auch Level-Vorteile. Ja, hat es im Zweifelsfall ready, aber Rogue wird den hier nicht contesten. Die müssen aktuell einfach alles abgeben, aber das Problem ist, es gibt ja auch keinen Punkt, wo man sagen kann, die Combo spiked jetzt so hart, dass sie auch mit so einem riesigen Nachteil das Game noch irgendwie snowballen können. Also wenn es jetzt andersrum wäre, dann könnte man sagen, okay, OG kann auf 2 Items Corki, 2 Items Aphelios warten. Du hast bei Jan Sammer jetzt zur Iceborne ready, aber auch das ist ein suboptimales Item hier, meiner Meinung nach. Er hat es halt genommen, weil er so wenig Gold hat, um wenigstens in irgendeiner Form Power Spike zu haben. Aber der Schaden ist damit jetzt nicht wirklich insane. Das stimmt. Und das Ding ist, Origin outscaled Rogue. Also gnadenlos, ja. Noch tief im Schluss. So, von daher, Rogue ist eigentlich das Team, was hier hätte vorne sein wollen, was hätte Tempo aufbauen wollen. Und es war Origin. Also ich glaube, wenn Rogue im Early Game nicht so behind gefallen wäre, dann wäre das Scaling sogar, ich sag nicht besser, aber es wäre vertretbar, weil LeBlanc halt die Backline so pressuren kann. Aber dadurch, dass sie jetzt schon so weit vorne sind, werden sie auch viel, viel früher im Late Game sein. Das ist halt immer das Problem. Scaling schön und gut, aber wenn dein Carry 2 Items hat, der Gegner Carry 3 Items, dann bringt es dir nichts, wenn du gut scalest, weil du halt einfach trotzdem so einen riesigen Item-Nachteil hast. Das ist hier der Herald Nummer 2, der angegangen wird. 20 Sekunden hat man noch Zeit, dann despawnt das Ganze. Sollte man aber easy schaffen und ja, Rogue kann hier überhaupt nichts machen. Sie werden aus ihren eigenen Junglen rausgezoned, keinerlei Vision im River. Also, sie müssen jetzt dabei zugucken, wie Origin hier Objective nach Objective nimmt und eigentlich schon auf einen katastrophalen Fehler von Origin hoffen, wenn sie hier nochmal eine Chance auf ein Comeback haben wollen. Ja, Origin nicht umsonst eins der Top-Teams aktuell. Sind natürlich so ein bisschen unter Zugzwang, da Fnatic vorgelegt hat. Sie zumindest punktgleich bleiben wollen. Ja, im besten Fall zeigen sie Fnatic auch, wie man so ein Game clean runterspielt und sich nicht den Baron nochmal stealen lässt. Wobei natürlich hier auch die Catch-Gefahr deutlich geringer ist. Im letzten Game, Schalke hatte zumindest diese krasse Teamfight-Comp. Sie hatten die Comeback-Mechanics über Azir, über Xayah. Genau das hat Rogue hier nicht. Alle Champions von Rogue, vielleicht mit Ausnahme von Ornn, sind super ineffizient von Behind zu spielen. Ezreal, Yuumi, Lee, LeBlanc, das sind alles Champions, die Pressure haben müssen, um ihren Job erledigen zu können. Und genau das fehlt ihnen hier komplett. Origin macht das so gut. Kontrollieren hier die ganze Karte, halten überall den Push. Wir werden jetzt auch mit dem Herald natürlich nochmal einen Tempovorteil generieren können. Denn sie haben die Tier-1-Türme alle schon bekommen, deswegen hat man da so ein bisschen Narrenfreiheit, was den nächsten Herald angeht. Ja, wir sehen ja auch, Upset hat sich jetzt ebenfalls schon die erste MR gekauft. Wahrscheinlich wird auch er auf den Hexstream gehen. Jetzt der Kick, Xerxe, der Shutdown. Ja, da war ein bisschen zu unbedarft. Das kam aus dem Nichts vor allem, ne? Ja. 5 Minuten passiert gar nichts, ganz entspannt. Xerxe stolziert durch den Jungle auf einmal, zack, Kick ins Face. Und aber das Ding ist, Rogue kann halt nichts rausziehen. Klar, Shutdown Gold ist nett. Gucken wir aber auf den Spielstand. Hat sich nicht wirklich was verändert. Ja, sie kriegen zumindest ein bisschen Vision geklärt hier. Also wenigstens nochmal ein kleines bisschen Pressure im Topside River. Aber wenn Xerxe wieder lebt, dann kann Origin im Prinzip das Ganze einfach wieder clearen. Nuketag hat hier auch nochmal das Package ready. Bald Infinity Edge dabei. Also die Ausgangslage von Origin könnte angenehmer kaum sein. Man sieht aber trotzdem, Damage hat Rogue, wenn OG brutal out of position ist. Und Tanky ist Gragas definitiv nicht. Er hat die Stopwatch jetzt dabei, wird auch Richtung Sonyas gehen, aber erst sein Morellos fertig machen, damit man da den Heal von Yuumi ein bisschen einschränken kann. Ja, Ornn jetzt auch 2 Items, beide geupgradet. Also der kann natürlich das Scaling auch nochmal ein bisschen in Richtung Rogue schieben, aber das wird ja nicht so. Wird jetzt geplaced, Top Lane Turm geht an Origin, der ist nicht mehr zu deffen. Brauchst du ja fast schon den Herald Charge nicht mehr. Brauchst du nicht mehr, du kriegst sogar den nächsten Charge durch. Damit kannst du vielleicht sogar für den Inner-Turret siegen. Ornn wäre jetzt aber da, also vielleicht ist das jetzt der Moment, wo man auf der Seite von Rogue einfach mal sagen sollte, okay, wir versuchen jetzt hier einfach mal zu fighten.
Kickmöglichkeit ist gegeben. Destiny ist da schon mal drin. Ornn Ultimate, schön die Stopwatch von Destiny. Die Ultimate schon auf Cooldown bei ihm. Aber er schafft es da nochmal raus und währenddessen ist der Inhibturm down. Origin muss hier nicht mal fighten. Und das ist der beste Engage, den Rogue hat. Mehr kommt da nicht. Also die Stopwatch da schön eingesetzt von Destiny, der Inhib fällt. Mehr wollte OG gar nicht. Jetzt nochmal ab in die Base, Gold ausgeben und dann sich den dritten Drake snacken und rund um Nash. Und so bitter, weil jetzt hat Larsen seinen Ravadons fertig. Das hätte er gerne bei der Aktion gerade eben schon gehabt. Aber hätte es einen Unterschied gemacht? Ja, nein, er ist ja nicht mal wirklich in den Fight gekommen. Also LeBlanc muss halt flanken gegen die Comps, sonst wird er einfach von Lee Sin Thema flanken. Darüber gibt es natürlich noch eine Möglichkeit für ein Engage über Inspired. Ja, Instinct Play und Yumi Ultimate auf sich. Das ist erstmal der Nash weg. Rogue hat keinerlei Vision. Sie sind davon ausgegangen, dass OG resettet hat. Und OG wusste das. Dachten sich, ja gut, wir haben einen Aphelios, Corki, die haben keine Vision. Warum machen wir nicht einfach Nash? Zack, damit sichert man sich hier das Ding. Infernal Drake wäre jetzt da. Geht nochmal auf Nummer sicher hier über die Wand, Xerxe. Und damit, ja, viel zu spät. Jetzt Nash, Infernal, da wird auch schon gepinkt. Rogue wird zu spät sein. Auch hier wieder keine Reaktion von Rogue. Theoretisch hätten sie in dem Moment, wo der Nash stirbt, sofort zum Infernal rotieren müssen, um eben da den wenigstens den dritten Drake zu denyen. Hat die Ezreal Ult das hier nicht gespottet? Nee, nee, da hatten sie noch nicht angefangen. Die waren erst danach da. Das macht so smart. Das ist so unlucky. Das heißt, er guckt, sind nicht beim Nash und jetzt haben sie es erst angefangen. So unlucky. Verliert den Nash, verliert jetzt auch nochmal den Infernal Drake. QSS bei Upset ist ready, ja, auch smart. Einfach nochmal das Catch-Potenzial einschränken. Ja, jetzt ist man halt knackige 6.500 Gold vorn. Guck mal, wie offensiv Destiny hier warden darf, weil sie so weit vorne sind. Den Infernal noch genommen. Er ist offiziell unkillable. Und Rogue jetzt gezwungen, irgendwann die Entscheidung zu treffen. Wann setzen wir alles auf eine Karte und engagen? Im besten Fall, bevor der zweite in dem Feld. Ja, aber den Turm, den gönnt man sich doch einfach mal. Ward steht da auch gut, man weiß also von Hans Sama und auch vom Rest der Truppe. Turret erstmal gestellt, mehr zum Zoning als alles andere. Frage ist natürlich, wie will Rogue das hier deffen? Haben natürlich immer wieder so ein bisschen Poke mit Ezreal Yumi, das darf man nicht vergessen. Das heißt, die können da durchaus mal so einen Cannon-Minion abräumen, also noch anderthalb Minuten Zeit. Mitte ist aber ausgepusht, das muss man sagen. Also, dass Rogue jetzt hier in der Lage war, die Mitte auszupushen, ist sehr nice für sie, weil zu 5 Siegen ist doch relativ schwer. Aphelios und Corki sind nicht so long-range, dass sie einfach unterm Turret Siegen können. Da laufen sie Gefahr, eben von Ornn engaged zu werden, von Inspired vielleicht einen Kick ins Gesicht zu bekommen. Jetzt rotiert man hier in die Mitte, pusht die Wave nochmal aus und jetzt kommt vor allem auch die Super-Minion-Wave top. Also jetzt wird gleich Mitte pushen, Top-Lane pushen und Bot-Lane pushen und spätestens dann sollte wahrscheinlich ein Inhib fallen. Eieiei, Hans Sama. Aphelios Ultimate ist schon raus. Ist aber okay, Origin hat noch genug Engage-Möglichkeiten. Du hast jetzt angesprochen, Top-Lane-Wave, um die muss ich wer kümmern. Das heißt natürlich, dass den Mid-Lane-Tier-2-Turm, den musst du aufgeben. Okay, man muss jetzt wirklich Top-Lane pushen. Da kommen gerade Super-Minions, Leute. Eure Base wollt ihr im besten Fall schon verteidigen. Baut denn jetzt auch gleich die nächste Wave. Und drei Leute Routine ist dahin. Mid-Lane wird damit offen sein. Eigentlich muss Rogue jetzt hier einfach engagen. So ein kleines YOLO-Play. Einfach mal versuchen, ob da irgendwas geht. Vor allem, wo Afari gerade noch Bot ist. Jetzt die Ornn-Ultimate. Sie versuchen es inspired. Von der Flanke trifft es Q nicht. Flash von Upset. Schon mal raus aus der Gefahrenzone. Yumi-Ultimate. Ja, und das war's. Das waren die besten Optionen für den Engage. Und jetzt kann Origin ganz entspannt hier nochmal pushen. Upset muss ein bisschen aufpassen, er hat seinen Flash verloren. Kriegt er den Poke rein, aber in der Zwischenzeit Alfari am Botside-Turm, die Minion-Wave am Pushen am Nexus-Turm. Man will diesen Turm nicht aufgeben, aber es wird schwer. Vor allem dafür verlierst du fast den Botland-Turm, ja, zumindest da rechtzeitig noch Finn da. Aber das ist tatsächlich eine gute Ausbeute von Rogue. Sie haben nicht einen Inhib-Turret verloren durch diesen Nash. Also der Engage in der Mitte, der war absolut wichtig, aber auch gut, dass sie da nicht overchased haben. Ne? Ihr Ziel war es, im Prinzip Origin von der Base fernzuhalten. Das haben sie geschafft. Jetzt sind die Minions, die Super-Minions noch zwar in der Base, aber die sollten da nicht für den Turm sorgen. OG, die chasen hier einfach weiter. Ornn Ultimate lange, lange Zeit auf Cooldown. Ja, sie nutzen halt aus, dass Minions jetzt am Nexus-Turm sind. Ja. Aber das war nicht schlecht gemacht von Rogue. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Origin hätte das hier definitiv härter forcen können.
klar. Aber also ich meine, sie haben ja selber gerade eben keine Ultimates eingesetzt, also sie haben es halt disengaged. Genau, also warum sollten sie das hier so hart forcen? Sie sind immer noch 7.500 Gold vorn. In 2 Minuten ist die Infernal Soul auf der Map und auch der Baron ist in 2 Minuten wieder da. Also hier von Origin einfach zu sagen, wir spielen das auf Nummer sicher, wir gehen kein Risiko ein, hier den Engage irgendwie vielleicht zu ermöglichen, finde ich die absolut richtige Entscheidung. Also, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass Rogue immer noch brutal outscaled wird, dass die Base schon offen ist, da ist ja schon ein Inhibdown. Also, das war ja auf beiden Seiten gut gespielt. Nur, wenn beide Teams gut spielen und ein Team 7000 Gold vorne ist, dann hat meistens das Team mit dem 7k Gold den Vorteil, das muss man auch einfach so sagen. Ja, das stimmt schon. Nuke Duck hat vor allem sein Package. Da muss man dann auch nochmal gesondert aufpassen, weil das nicht gerade wenig Schaden verursacht, wenn er, oh Gott, auch so ein Autotech nicht. Ja, aber man hat nur hier Reduce auf dem Gragas. Das darf man nicht vergessen. Also der Yumi-Heal ist inzwischen wirklich, wirklich ziemlich hoch. Und auch der Poke von Rogue ist alles andere als schlecht. Also in diesem Aram will sich OG eigentlich nicht befinden, aber sie brauchen halt natürlich die Midlane-Prio, um den Infernal in einer Minute contesten zu können. Afari sucht die Flankierungsmöglichkeit. Ja, hat dann Ward gestellt, weiß aber selber, dass ein Control-Ward. Zieht sich da so ein bisschen zurück, inspired von oben. Nuke Duck jetzt gerade alleine in der Mitte. Oh, die gehen einfach Botlane, das ist so smart. Botlane Turret ist low, die Wave wird hier geklärt, aber der Reset sollte wahrscheinlich noch rechtzeitig erfolgen hier. Oh, da müssen sie jetzt natürlich zurück. Können sich der nicht. Ja. Das war eine richtig schöne Rotation hier von OG an der Stelle. Absolut smart gemacht, der Inhib Turret fällt. Weiter aber jetzt sollte müssen man sie nicht zurück. Zergs ist da im Zweifelsfall, um abzusichern mit der Ultimate für ein Disengage. So, und jetzt können sie natürlich ganz, ganz entspannt hier nochmal den Botside-Jungle mitnehmen, 20 Sekunden bevor der Drache da ist. Nochmal die Vision clearen, weil sie jetzt gerade Prio haben. Oh, TP kommt jetzt in die Mitte. Das wäre ein sehr später Reset-Upset. Bleib bitte da. Geh jetzt nicht Base-Upset. Er geht Base. Das ist nicht so smart. 10 Sekunden bis zum Drake. Hat aber Homeguards, das könnte reichen. Wird aber close. Rogue ah, Infinity wollte er gerade noch unbedingt fertig haben. Das ist natürlich nice, aber ja, okay, also man kann den Drake auch im Zweifelsfall abgeben, das wäre keine Katastrophe und Rogue traut sich nicht mal jetzt den Fights vor. Sie haben nicht gesehen, dass Upset in die Base gegangen ist. Upset ist jetzt da und jetzt will natürlich Origin intervenieren mit diesem Power Spike. Leona Ultimate trifft gut auf Inspired Destiny, sofort in der Erxex auch nochmal dran und da laufen sie einfach drauf, ohne Ultimate nochmal zu schnell, aber man kommt hier nicht an Upset. Jetzt mit dem Flash vielleicht Finn hinterher, Destiny schon mal bekommen, jetzt zurückgekitet, Upset, reicht der Damage, ist die Frage, Azure Ultimate mit durch, sammelt hier nochmal die Healing, plant ein, Alfari mittendrin, hält alle beschäftigt und jetzt haben sie hier gerade die Überzahl, zumindest auf dem Feld. Gott, Upset, alle sind so low, die Yumi Heals machen hier den Unterschied. Der Infernal Drake wird erneut gestartet. Man hat keinen Jungler mehr auf dem Konto von Rogue. Ohne Inspired ist das nicht möglich. Also Xerxes sagt einfach danke und smite das Ding. Oh, jetzt nochmal TP. Ich dachte, man TP in die Base, aber man will den Drake haben. Man will diesen Drake bekommen. Inspired lebt inzwischen Double TP. Wieder. Also das ist eigentlich der Drake hier für Origin. Na, TP von Finn Inspired kommt auch. Ist wieder am Leben, muss aber noch lange laufen. TP von Finn, Drache bekommen. Jetzt hat man hier diesen Drachen Knock-up allerdings. Und damit der Kill gegen Xerxe. Damit kann man leben, aber man hat die Infernal Soul jetzt bei Origin. Nash ist ab. Vielleicht kann man jetzt einfach Richtung Nash gehen. Ich glaube, sie müssen es fast tun. Sie sind so behind. Haben jetzt gerade die Soul abgegeben. Müssen jetzt alles auf diese eine Nash-Karte setzen. Der Jungler fehlt. Ansonsten Ultimates, ja, größtenteils wieder ready. Renekton braucht noch ein paar Sekunden, aber sie müssen das jetzt einfach versuchen. Es ist ein verzweifeltes Play, aber es ist die einzige Möglichkeit, hier nochmal im Spiel zu bleiben. Leona Ultimate ist da, ist stark im Pit. Alfarin, Nuke Duck, Upset, alle zur Stelle. Lediglich Xerxe fehlt. Also sie müssen fighten, ne? Die Gefahr ist nicht da. Oh, der Damage von Yumi, der schmeckt. Gucken lassen wirklich nicht. Aber der Heal dagegen. So, und es reicht hier zumindest Zeit zu holen, bis Xerxe dazukommt. Upset sehr weit hinten. Und sie schaffen es, dass sie abbrechen. Und jetzt ist ganz gefährlich. Destiny hat die Ultimate zur Verfügung. Xerxes steht zum Team auf. Sie pushen Mitte. Jetzt durch die Mitte. Das ist hier ein Schachspiel, aber OG hat noch ihre Königin, während Rogue hier versucht, mit Bauern zu spielen. Damit fällt der nächste Inhib-Turret. Alle drei Inhibs sind offen. Und man braucht den Nash nicht mal, um hier die Base zu knacken. Rogue können die Base nur mit einem Hard Engage verteidigen. Ohne Ultimate ist jetzt wieder ready, aber können sie hier überhaupt was forcen? Sie frage. Alles steht zur Verfügung. Upset hat Flash. Ohne Ultimate ist ready. Jetzt die Ohne Ultimate. Schön nochmal das Ganze gesidesteppt. Sie kommen nicht dran. Yumi holt es auch raus. Das war der beste Engage. Erneut von Rogue.
Und Origin kann wieder den Kopf hier aus der Schlinge ziehen. Oh mein Gott. Das zwei Inhibitoren bekommen. Die Infernal Soul, das tut halt richtig weh. Ja. Nash ist ab. Jetzt sauber resetten und dann die Vision am Nash aufbauen. Man sieht's, die Comp von Rogue funktioniert eigentlich wirklich gut. Wenn sie nicht 8000 Gold behind wären, dann wäre das hier ein richtig, richtig schweres Game für Origin. Aber dadurch, dass sie so weit vorne sind, dass sie schon die Base offen gerissen haben, müssen sie keine Fights forcen, um hier Rogue weiter in die Enge zu drücken. Erneut findet die Ornn-Ultimate zwar ihr Ziel, aber der Follow-up auf Aphelios ist einfach nicht da. Inspired hat half HP, Finn schon relativ low und der Poke reicht hier einfach nicht aus. Jetzt die Position für Rogue, absolute Katastrophe, um hier den Nash zu contesten. Man hat keinerlei Vision, läuft die Gefahr einfach von Leona getrappt zu werden. Ah, Finn jetzt erstmal gefunden, der sollte hier flankieren. Und er ist gerade alleine gegen zwei schönen Knallzapfen betätigt. Schafft's raus, aber ist Half-Life. Und Hans Sama, aufgepasst. Leona Ultimate. Und jetzt geht's in der Air. Destiny, Inspired ist down. Das Kragas fass auch nochmal raus. Hans Sama, alle auf der Flucht. Jetzt Alfari hinterher. Und wenn sie die jetzt gepackt kriegen, dann war's das. Zack, die Ultimate von Aphelios noch. Und sie schaffen es nicht in die Base, sie werden hier abgeschnitten. Upset hinterher, hinter Finn. Finn ist low, Yumi Ultimate jetzt nochmal von Hansama. Aber Nuke Duck ist down, währenddessen pusht Alfari die Botlane. Was ist das für ein Game? Die Base ist offen, sie müssen ihre Resets bekommen, aber OG kann das einfach versuchen abzubrechen. Oh, Hansama bekommen, der ist down. Allerdings die anderen Backboards, sie gehen durch. Finn sofort mit der Ultimate gegen Alfari. Alfari allerdings bekommt den ersten Nexus-Turm und jetzt sind sie hier nur noch zu zweit das Ganze zu deffen. Inspired gerade wieder belebt. Ja, das kann man nicht. Man kriegt hier Alfari nochmal die Ultimate und überlebt das. Ja, ja, und Upset immer noch Full HP. Der hat jetzt hier wieder ready. 3,5 Items, QSS ready. Es fehlt der Damage ohne Ezreal, ohne Yumi. Das sollte jetzt hier und das Game Heal sein. Auch. Ein Nexus-Turret, nur noch Ornn-Ultimate steht nicht zur Verfügung. Nexus-Turm ist down. Jetzt müssen sie natürlich auch nochmal rein versuchen, das Ganze auch. Aber schön zurückgekaltet, Inspired ist down. Und das war's. Origin holt sich dieses Spiel ganz, ganz stark. Vor allem Makroplay-technisch. Origin hier einfach überlegen. Einen einzigen Turret haben sie verloren und du sagst es, das Makro-Play von OG war ja einfach absolut grandios. Diese Botlane-Dives, die haben so gut funktioniert. Es ist zwar nicht einfach gewesen, Ezreal und Yumi haben wirklich gut überlebt, aber Rogue hat nichts bekommen auf der Map dafür. Aphelios ist ahead gekommen, Ezreal behind gefallen. Man muss leider auch sagen, der Lee Sin-Pick hat gar nicht funktioniert. Nee. In den Teamfights geplatzt, im Early-Game irrelevant und am Ende OG zu früh nach vorne gekommen, als dass LeBlanc ihren Spike ausnutzen konnte. Ezreal auch zu spät an seine Items gekommen. Und wäre das ein Game, was Minute 30 even im Gold ist? Ich glaube, Rogue hätte das gewonnen, um ehrlich zu sein. Die haben nicht schlecht gespielt, aber sie haben halt die ganze Zeit gegen eine Wand gespielt und die wurde irgendwann einfach zu hoch. Ja, ich muss einfach sagen, für mich absoluter MVP in diesem Spiel, Xerxe, ja, der einfach, wie du schon gesagt hast, Lee Sin rausgenommen hat, gleichzeitig die Lanes vorangebracht hat. Und ab dann, muss man sagen, war es in dieser Phase einfach wunderschön als komplettes Team gespielt. Also das war bisher das sauberste League of Legends, was wir heute gesehen haben, auch das eindrucksvollste, wie sie auf der Karte immer wieder verschoben haben. Gebe ich dir absolut recht, vor allem weil Rogue ja auch nicht bad gespielt hat. Mir fällt jetzt hier kein grober Fehler ein, den Rogue gemacht hat, sondern OG war einfach immer ein bisschen schneller. Die Countergangs von Xerxe erst Toplane, dann Botlane, grandios. Und damit konnte man dann die ganze Map snowballen. Ja, kein Wunder, dass sowas hier auch absolutes Top-Match ist. Und top ist genauso auch unsere Analyse-Ecke. Die haben sicherlich auch ihren eigenen MVP ausgemacht. Ja, wer ist für euch beide denn der MVP, Kevin und Kingsplay? Ich würde schon Xerxe sagen, weil er schon sehr, sehr gut reagiert hat in dem Game. Er hat, finde ich, den gegnerischen Jungler super gut gelesen und immer countergankt und war immer zur rechten Stelle, also zur rechten, einfach immer da. zur rechten Zeit am rechten Ort. Du sagst es. Das. Das war wirklich ganz gut. Sie haben am Anfang noch sehr, sehr um die Botlane gespielt. Hat am Anfang so lala geklappt. Wenn er hat dann noch ganz gut reingetradet, aber sie haben einfach immer weiter gemacht, immer weiter auf die Botlane. Und irgendwann hatten sie halt keine Summoners, wurden immer weiter abgeholt und konnten sich dadurch halt Drachen sichern. Und ab da einfach immer ganz slow and steady, so wie wir Origin kennen. Ja, wir haben auch erlebt, ne, makromäßig extrem stark. Origin sind eins der wenigen Teams, das derzeit langsam spielt. Trotzdem funktioniert es für sie. Sind sie das beste Team aktuell, was diesen langsamen Spielstil angeht, oder wollen die anderen Teams einfach nicht so langsam spielen? Das Problem ist vielleicht der anderen Teams,
es gibt nur dieses eine Team, was so langsam spielt. Also Origin wäre perfekt in der LCK, um es mal so zu sagen. Es ist halt wirklich so, natürlich noch ein bisschen technisch feiner, aber alle, so gut wie alle, Mad Lions, wir wissen, sind aggressiv, G2, Fnatic, alle sind immer nur am Reinbolzen. Wenn du dann aber jemanden hast, der sich nicht auf diese Catches einlässt oder nicht für diese Fight geht, dann stehst du doof da. Du kannst nicht machen, was du sonst willst. Man hat es auch immer schön gesehen, dass Origin, egal wie, immer wieder bessere Karten hat. Sie haben immer wieder überrascht. De Leon engaged gerade zum Schluss. Das war eigentlich wirklich ja, der Win. Stück für Stück die Gegner Möbel machen. Ich fand auch, dass das Ach so. Gegen wen haben die gespielt? Origin gegen Rogue. Ich fand auch, dass das Rogue tatsächlich nicht viele Playmöglichkeiten hatte. Mit diesem ganzen Single-Target, den sie hatten, konnten sie nicht wirklich irgendwie die großen Teamfights rausholen. Und Renekton tatsächlich als Frontline war tatsächlich ziemlich sick. Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wie gut das gleich für Vitality und vor allem auch Jacktroll laufen wird, das sehen wir gleich im nächsten Game G2 gegen Vitality. Alle in Game, einer fehlt, er ist kurz AFK. Rundenstart, er ist nicht da, er ist kurz AFK. Überzahl, hielt mich mal, alle tot GT, das war klar. Digga, der pennt doch. Willst du schlafen oder gamen, träumen oder aimen? Du brauchst einen Kaffee. Nie wieder AFK, nie wieder AFK. Yes. Schieb und vor Black and White.